Personen Verkehrsunfall. Verstanden, auf Abfahrt kommen. Mein Name ist Thomas Körner, ich bin stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sindelfingen, Abteilung Sindelfingen. Da vorne ist ein PKW verunfallt auf das Volksbankgebäude mit zwei verletzten Personen, eine unterm Fahrzeug, eine im Fahrzeug, die wird jetzt durch den Rüstzug der Feuerwehr Sindelfingen befreit und gerettet. Für den Auftragsverteidiger, den Volkssäbel, mit dem THW, mit dem DRK und mit 7 Helfern aus der Feuerwehr haben wir dieses Ding gestemmt. Es sind insgesamt 106 Seiten Aufprallschutz erhöht. Die Sicherheit in der Fahrgastzelle gerade in Vollmontur auf der Autobahn. Das ist nicht einfach und es macht für Sie in Sindelfingen und im Umfeld Ihre Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen zusammen mit dem DRK, zusammen mit dem THW und zusammen mit der Polizei in Sindelfingen 200 ehrenamtliche Helfer, 365. Ist die befreit? Die erste Person ist schon lange befreit, befreit mit Fliegenkissen. Und wurde, keine Ahnung, in den Bereich verbracht und dem DRK übergeben. Alles klar. Sindelfingen 219 von Sindelfingen 111 kommen. Sindelfingen 219, ja, kommen. Ja, für Sie Anfahrt mit Sondersignal über die untere Vorstadt in die Mercedesstraße zum Volksbankgebäude in die Mercedesstraße. Kommen. Thomas Kammer, 219, Verkehrsnetz für die Mercedesstraße, Volksbankgebäude. Thomas, ja, so richtig. Rechtzug auf Anfahrt ist beziehungsweise.
Szenario sah folgendermaßen aus. Wir haben begonnen mit einem Gefahrgutunfall, der durch den Umweltschutzzug der Feuerwehr Sindelfingen abgearbeitet wurde. Im Anschluss dann ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Und schlussendlich, was wir noch gerade sehen, ein Löscheinsatz des Löschzuges im ehemaligen Volksbankgebäude mit Menschenrettung. Wir haben hier versucht, heute quasi das ganze Spektrum der Feuerwehr abzubilden. Und die Übungen haben an sich nichts miteinander zu tun. Die Feuerwehr Sindelfingen ist mit 14 Fahrzeugen und 90 Mann im Einsatz, zusätzlich das DRK, das THW und die Polizei. Schönen Samstagabend und einen wunderschönen Sonntag. Ich würde mich am Mikrofon jetzt verabschieden, weil es nichts mehr zusätzlich zu sagen gibt. Wir applaudieren alle zusammen nochmal DRK, THW, Polizei und Feuerwehr in Sindelfingen. Schönen Abend, machen Sie es gut, kommen Sie gut nach Hause, danke, dass Sie da waren. Ruhe, Dankeschön, schau.